schauen wir uns den Grube Aura H2O mal aus der Nähe an. Was hier mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist, dass das Display nicht plan ist. Also es eine kleine Einlassung fürs Display gibt, der Rand drumherum sich abhebt. Der Grube Aura, das Schwestermodell vom Grube Aura HD und eben auch vom Grube Aura H2O, hat ja eine plane Oberfläche, die man sonst von Tablets, von Smartphones kennt oder die der Tamino Vision zum Beispiel auch mitblinkt. Wir sehen, es gibt hier keine Einlässe fürs Display, was beim Blättern, beim Swipen praktische Vorteile hat zum Beispiel. Der Grube Aura hat das nicht, hat eine Vertiefung fürs Display, ist aber auch kein Drama. Ansonsten, das optische Erscheinungsbild erinnert frappierend an den Kindle Paperwhite, den wir hier haben. Wir haben bei beiden Geräten eine schwarze Umrahmung ums Display, keine Tasten auf der Vorderseite. Der Tolino Vision hat ja zumindest eine sensorische Taste. Auf den ersten Blick wirkt das Material identisch, ist es aber nicht. Tatsächlich ist der Grube Aura H2O deutlich anfälliger für Fingerabdrücke. Nach einer halben Stunde Benutzung ist das Gehäuse, die Gegend um das Display schon doch sehr gesäumt von Fingerabdrücken. Finde ich persönlich doch ein bisschen unschön, hätte Grube vielleicht ein anderes Material wählen sollen für das Gehäuse. Das ansonsten sehr, sehr gut in der Hand liegt, auch nicht so schwer in der Hand liegt, obwohl das Gerät naturgemäß größer und auch ein bisschen schwerer ist, 235 Gramm, also 20 Gramm mehr ungefähr wiegt als der Kindle Paperwhite 2. Wenn ich die Geräte hier mal übereinander lege, ist schon offensichtlich, dass es da einen Unterschied gibt, naturgemäß. Sind ungefähr gleich dick, da gibt es keine großen Unterscheidungen. Der Grube Aura H2O hat wie auch der Grube Aura HD eine asymmetrisch geformte Rückseite. Wir sehen hier die Ecke. Das Gerät soll dadurch besser in der Hand liegen, ist mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Das Gerät liegt gut in der Hand, auf jeden Fall, auch angesichts des Gewichts. Generell ist es so, würde ich schon noch sagen, bei Geräten, die so um die 230 Gramm, 220 Gramm liegen, kann man auf jeden Fall eine halbe Stunde, vielleicht auch noch ein bisschen mehr einhändig lesen mit. Allerdings wird dann schon irgendwann eine Ablage gebraucht oder man muss die Lesehand wechseln oder das Gerät in beide Hände nehmen. Also irgendwo muss die Hand dann oder wird die Hand schon belastet und muss dann entlastet werden. Was mir außerdem hier aufgefallen ist, was hier ungewöhnlich ist, ist, dass es auf den ersten Blick wirklich keinerlei Einlassungen, Vertiefungen gibt. Mag auch so ein bisschen dem Wasserschutz geschuldet sein, ist aber auch, wie ich finde, eine ziemlich schicke Designentscheidung. Also man muss hier wirklich zweimal hinsehen, um die Micro-SD-Kartenslot-Klappe zu finden. Und die Klappe natürlich, hinter der sich auch der Micro-USB-Anschluss verbirgt, den wir hier sehen, über den der 4 GB interne Gerätespeicher befüllt werden kann und über den das Gerät natürlich auch geladen wird. Ich habe die Beleuchtung bei allen drei Lesegeräten mal maximiert, also Grube Aura H2O hier, den Paperwhite 2 daneben und den Tolino Vision. Kindle Paperwhite 2 gilt ja als der E-Book Reader mit der besten Beleuchtung überhaupt, also mit ausgewogensten Beleuchtung. Ausgewogen ist sie hier auf jeden Fall, ausgewogen ist sie allerdings auch beim Grube Aura H2O. Also ich habe hier keine Wolken feststellen können, ist eine sehr ausgewogene, sehr gleichmäßige Beleuchtung, die auch den Hintergrund tatsächlich sehr, sehr weiß macht. Ist da in guter Gesellschaft letztendlich mit dem direkten Vormodell. Der Grube Aura HD hatte die höchste gemessene Beleuchtung überhaupt. Also ist auch deutlich heller, strahlt auch deutlich heller, als das zum Beispiel beim Kindle Paperwhite 2 der Fall ist. Insgesamt eine sehr gute, sehr ausgewogene Beleuchtung, wie gesagt, die auch über die gesamte ziemlich große Bildschirmfläche hier zum Tragen kommt. Wenn ich mal die Blättergeschwindigkeiten hier vergleiche, sehen wir, dass da alle drei Geräte eigentlich ziemlich fix reagieren, es da im Prinzip keine sichtbaren Unterschiede gibt. Und beim Grube Aura H2O ist auch nicht wirklich ein Problem, ist, hier zu wischen oder zu tappen, also klappt einwandfrei.